Hi, Serplen hier. Heute geht's mal um eine Sache, die mich auf der einen Seite überhaupt nicht mehr irgendwie überrascht, ne? Auf der anderen Seite bin ich auch nicht wirklich mehr von irgendwas verwirrt auf allgemein so ziemlich jeder Social Media Webseite, ne? Wenn man es bedenkt, jede Social Media Seite hat irgendwie seine weirden Seiten, nur seit Twitter ein bisschen was Besonderes, ne? Ich blende euch hier jetzt mal einen Tweet ein, ne? Also, ich übersetze es hier mal kurz für die zwei Leute, die nicht Deutsch sprechen können, auf Deutsch, ne? Was ihr sagt: Dies war das dritte Video, das aufgetaucht ist, als ich auf YouTube nach Baby-Videos suchte. Wie viel mehr Beweise brauchen die Leute dafür, dass sie hinter unseren Kindern her sind, ne? Ihr habt ja alle diesen scheiß Tweet mit euren eigenen Augen gesehen. Wenn ihr wollt, ihr könnt gerne auf den Account dieser Person gehen und nach diesem Tweet suchen, ne? Ihr werdet ihn finden. Nicht wirklich schwer. Außerdem trendet das gerade mit irgendwie 800.000 Posts auf fucking normal Twitter. Also, ne? Ist jetzt nicht so schwer zu finden, wahrscheinlich, diesen Dreckspost. Ist er denn, die löscht ihn irgendwie die nächsten 12 Stunden? Aber gehen wir doch mal drüber. Was ist denn alles falsch damit? Erstens, sie sucht auf der normalen YouTube-Plattform nach fucking Videos für ihr Kind. Bitch, wir haben eine gesamte Kids-App, damit Idioten wie du die Fresse halten. So, Lil Nas X ist halbnackter Arsch. Allgemein, komplett nackt Arsch, aber zensiert. Wird nicht auf YouTube Kids angezeigt. So, dafür war diese Plattform eigentlich ursprünglich gemacht, ne? Aber hey, wegen solchen Idioten können normale YouTuber nicht irgendwie das Wort Fuck sagen, ohne irgendwie demonetarisiert zu werden. Zweitens, was zum Fick meinst du mit, siehst du, sie gehen hinter unseren Kindern her? Nein, du bist auf der falschen Plattform für Kinder-Content. Du bist wortwörtlich auf der exakt falschen Seite von YouTube, um nach Kinder-Content zu suchen. Hättest du die gleiche Scheiße in YouTube Kids eingegeben? Wow, es wäre kein fucking Lil Nas X Video aufgetaucht. Warum? Weil die Scheiße definitiv nicht durch den fucking normalen Kinder-Appropriate-Filter kommt, okay? So, wegen solchen Idioten ist die normale YouTube-Plattform so absolut krebsarschend zensiert worden. Wegen solchen Leuten können edgy Creator nicht mehr existieren. Na Gott, was zum Fick ist das? Was zum Fick? Wie geistig zurückgeblieben sind einige Twitter-Nutzer? Okay, das kommt von einem Twitter-Nutzer. Ne, dass du auf solche Scheiße kommst. Ne, es gibt eine gesamte Plattform nur für die Scheiße, die du deinem Kind zeigen möchtest. Du benutzt sie nicht und willst dann Lil Nas X oder die LGBT-Community oder irgend sowas blamen? Für eine Sache, die sie nicht kontrollieren können? The fuck? Bin ich irgendwie zurückgeblieben? Sehe ich den Sinn dahinter nicht? Bin ich dumm? Oder ist das einfach nur geistig behindert? Ist diese Frau geistig behindert? So. Das ist die einzigste Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Die ist irgendwie in irgendeiner Form geistig zurückgeblieben und checkt nicht, dass es eine gesamte Plattform, die für die Scheiße gibt. Ich schlag mir langsam den Kopf auf. Wegen sowas auf normales YouTube kaputt gemacht. Denkt immer dran, wenn irgendein Creator, den ihr mögt, runtergenommen wird wegen irgendeinem edgy Joke oder weil er nichts gemacht hat wie bei Leafy, denkt an dieses fucking Video. Denkt an diesen Post. Lassen die Leute, weswegen eure fucking normale Plattform, die ihr eigentlich mögt, beschissen wird. Ne? Nein. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, deabonnieren, disliken, was auch immer. Schießt nicht auf eure fucking Nachbarn oder so eine Scheiße. Man muss irgendwas Inspirationelles sagen und, keine Ahnung, schickt mir Dickpics auf Twitter, wenn ihr über 18 seid.